Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei LS19 irgendwo in Thüringen Version 3.0. Ich werde jetzt Oracles einfahren, dann mal ganz kurz den. Ah, ne, da ist er ja, ne? Und wir werden mal einen Kurs einfahren, das heißt, hier fangen wir an und dann fahren wir mal. Ja, wir können hier auf dem Boden lassen, erstmal, ne? Das ist egal. Wir fahren hier schön weit rechts. Dann werden wir hier mal Innenansicht machen. Oder doch Außenansicht bei Einfahren ist ein bisschen besser. Ich finde, die Grafik ist besser geworden. Ich weiß nicht genau was. Das ist alles irgendwie schärfer. Ich habe gelesen, jetzt einiges überarbeitet worden. Wir werden hier auch Baustellen bekommen, abhängig von der Jahreszeit. Kann auch nicht sagen, wo. Das kann natürlich jetzt für ein Autodrive ja, Problem. Wir müssen halt Ausweichrouten programmieren, ne? Ist ja halt so. Aber wir werden mal von vornherein daraus ausgehen, dass wir jetzt die normalen Straßen nutzen können. Dass eher in den Ortschaften was sein könnte. Also ich weiß es nicht genau. Lass uns überraschen. Wir beginnen jetzt mit Frühling. Tag 1. Und das habe ich gedacht. Die blöde Sau. Ich muss den Verkehr. Und dann hupen, ne? ja, helfe Tage an. Aus. 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 Aus, ne, Flügen an, Kalken an, Unkraut an, das bleibt, kaufen, aus, kaufen, aus, 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 normal, normal, so, irgendwo, mal gucken hier. An, also Fruchtverstellung soll an sein. Mist immer mal aus. Ja. Aus um starten. Verkehr aus. Speichern. Es kann nicht sein, dass wir beim Einfahren Probleme machen. Ne? Also das ist ungünstig. Wir machen auch gleich mal. Nein, ja, passt. Standard. Hinterm Start machen wir gleich. Ja. Bodenhöhe über den Traktor. Anwenden. So. Das ist besser. Finde ich jedenfalls. Ja, da hat mir auch ein Konzept gebracht, hier ein Auto hier. Aber da so KI-Verkehr ist so eine Katastrophe. Mein Gott, ich hätte hier so vorwärts gewähren müssen. Aber das würde auch nicht klappen, wenn wir jetzt theoretisch. Ja, in der Hauptstadt gewesen wären, ne? Der hätte trotzdem reingefahren. Na gut, macht ja nichts. Ne? Wenn wir ein Problem haben, ist man gelöst. Verkehr ist aus. Verkehr will allgemein auch auslassen, weil die fahren hier sehr schnell und das ist schon ein Problem. Ich will ja nicht jedes Mal, wenn irgendwo ein Autoreifen, ein Crash passiert, dass wir da jedes Mal hingehen müssen und dann was reparieren müssen. Ne? Das ist ungünstig. Ne? Das kostet ohne Zeit. Die haben wir im Allgemeinen nicht. Wir fahren jetzt mal zum globalen Markt und schließen den erstmal an. Oder wir schließen erstmal die Straße an, die Hauptstraße, also die Runde, und dann geht's. So.
Solange die Bodentemperatur so kalt ist. Also globaler Markt ist wichtig, da können wir gleich mal unsere Saatgut holen und kaufen. Und Dünger. Und ja, Mischfutter. Das ist zu wenig Kühe brauchen, eine gute Mischung. Naja, vielleicht ist das nach ein, zwei Tagen ist das nicht anders. Ne? Ein bisschen Auge behalten, die Sache, sonst. Das ist ein Risiko, ne? So, Hauptstraße. Das ist nämlich so, dass sie mich, ich sag mal ganz vorsichtig, ungünstig, ne? So. Brechen wir hier ab. Und wir fahren von hier im Grunde ab und fahren nachher weiter im Prinzip. Also. Das ist ungünstig. Wollen das immer gleich mal verschieben? Das ist kein Problem. Problem ist das schon. So, jetzt sind wir richtig. Von der. Da müssen wir ein bisschen anpassen. Sonst meckert meine Fahrer nachher, ne? Da gibt es ja so Probleme. Dann müssen wir gleich am Anfang halbwegs ordentlich machen. Wo korrigieren können wir immer noch, ne? Oh, hier dürfen wir nicht reinfahren. Wieso nicht? Das ist schlecht. Kann man noch einfahren? Da auch nicht. Da wollen wir aufsteigen. Da wollen wir mal angucken. Hier dürfen wir nicht rein. Wieso nicht? Ist da oben eine Öffnung? Ist mir so nicht aufgefallen. Ah, hier ist offen. Gut. Nur hier oder auch? Also wir haben eine Zufahrt und zwei Ausfahrten. Na gut. Ungünstig. Vielleicht sind wir schon schlecht gefahren. Mal sehen. Geht nicht darum, dass wir die Verkehrsregeln einhalten, sondern darum, dass wir das ein bisschen so hinkriegen, dass es passt, ne? Sonst das ist unblöd, ne? Ungünstig. Wir wollen ja jetzt ja was einkaufen, im Grunde. Holen lassen. Dünger und da hätten wir auch kommen können. Das können wir auch noch einstellen. Aber wir fahren mal hier rein. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Rechts war was, da kommen die LKWs nicht rum. Traktoren auch nicht, ganz schlecht. Dann fahren wir hier lang. Sollte eigentlich hier was geben, ne? So. Da machen wir jetzt einen Punkt. Also B-Laden ist ganz gut, das kam ich ganz gut zurecht. So, Bade. Markt. Getreide. Passt da nicht hin, aber Getreide passt, weil dann weiß ich Bescheid, was dann ungefähr rauskommt. Ne? Und gerade keine Milch, ne? So. Weiter aufzeichnen. Jetzt wird das blöd, in Anführungszeichen. Die Kreuzung
Ja gut, das kann man so machen. Immer mal da oben schauen, ob das da oben auch langfahren können. Es geht darum, dass wir hier nach Möglichkeit sich keine Fahrzeuge kreuzen. Das ist ja ungünstig, ne? Ob ich hier auch langfahren kann und auf die Hauptstraße fahren kann. Das wäre ja perfekt, ne? Ja, das müsste gehen. Gut, hier nicht. Aber da. Hier kann man durchfahren. Die Autos haben wir sprengen. Dynamit. Und dann geht das schon. Wenn hier und dann rum, das müsste gehen. Einbahnstraße ist immer ganz gut. Dann gibt es keine Probleme. Hoffe ich jedenfalls. Wenn die von drüben kommen. Langsam. Von drüben gekommen wäre besser gewesen. Wäre ich von vornherein hier keine Kreuzung gehabt hätte. Na gut. Immer hinterher schlauer, ne? So, ja, wir haben ja nicht weitergemacht, ne? Jetzt geht es ja darum, dass ich an diesen Kurs wieder angehe. Und dann wieder weg. Gut, so wollte ich das vorstellen. Es kann sein, dass ich ein bisschen noch verschieben muss, weil das für die LKWs ein bisschen ungünstig ist. Und dann geht es hier wieder weiter. Wie gesagt, möglichst wenig Kurse, ne? Also, und hier neu fortsetzen. Das können wir immer noch ein bisschen verschieben, dass hier die großen Fahrzeuge rumkommen können, ne? Vielleicht gibt es hier auch Verkaufspunkte, die ich erreichen kann. Mal sehen. Dann werden wir hier lang fahren. Wie gesagt, da habe ich ja geguckt schon. Hier kommen die ganz gut rum. Vorne wäre es zu eng. In dem Bereich. Hier genug Platz. Hier können die Traktoren fahren. Notfalls mit zwei Hänger sogar. Später werde ich den Punkt verbinden, ne? Also von drüben. Aber jetzt mache ich es mal nicht. So, wir mit dem Gaspedal arbeiten. Ein bisschen dichter rangehen. Gerade beim Alpen verschieben wir her zur Not. So bin ich besser. Entschuldigung. Das ist Folge Nummer 3. Ja. Ist schon ein bisschen ungewohnt, ne? Wieder alles einfahren müssen. Aber die alten Kurse hätten hier auch nicht gepasst, weil die ganze Strecke ist ja im Prinzip. Die Hauptstraßen sind zwar geblieben, aber es hat sich ja alles verschoben. Vom Sägewerk hin bis die neuen Produktionen ist ja halt nichts mehr vorhanden, was irgendwie am selben Ort ist, ne? Und jetzt am Hof 3 ist nicht alles so geblieben. Da ist jetzt ein neuer Kuhstall. Ein größerer. Weiß ich jetzt gar nicht jetzt. Auf jeden Fall, da ist ein neuer. Das muss ich mal sehen. Mein Wald steht auch wieder. Gut, das ist mal nicht schlecht. Aber um Holz, Sägewerk und so betreiben, das werde ich erstmal nicht. Aber das ist im Frühling immer andere Arbeiten an, ne? Kann sein, dass im Winter, wenn keine Arbeit ist, dass da ein bisschen Ausweichmöglichkeiten schaffe. Hier ruckt das ein bisschen. Wie gesagt, der Schredderkäse habe ich nicht gelöscht, den alten. Ungünstigerweise. Aber gut, was soll's. Überlegen. Erstmal die Strecke verbinden. Das will ich ja jetzt vermeiden, dass wir jetzt unnötigerweise irgendwelche Strecken jetzt fahren, die wir hinterher bereuen, ne?
Weil im Grunde Hof 3 muss ja über zwei Strecken erreicht werden. Einmal hier rechts, wo wir vorbeigefahren sind, über den Feldweg und unten über den Plattenweg. Ja. Der Plattenweg ist ja eigentlich immer ungünstig, ne? Vielleicht mache ich da auch einen blauen Strich am Plattenweg, dass die beide Richtungen fahren können. Nur ist das, weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, wenn zwei Fahrzeuge in die gleiche Richtung wollen, ne? Ob das dann geht, weiß ich nicht. Hier sind ja auch ziemlich eng mit einem Fahrzeug. Das ist schon schwierig. Obwohl hier im Ort nicht so tragisch ist, fahren wir halt nur in eine Richtung, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Müssen wir halt die andere Strecke irgendwo anders lang fahren, ne? die weggeht. Ne? Ob hier nichts zu sehen ist jetzt? Ne, keine. So, hier waren keine Baustelle. Wir werden mal den Kurs zusammenbinden hier. So, da sind wir schon mal eine Runde gefahren, ne? Wahnsinn. Hier könnten wir bald zwei Strecken fahren in die andere Richtung. Das geht. Zur Not. So. Können ein bisschen fahren. Einen Punkt machen wir noch. Ne, macht er nicht. Gut, verbunden. Aufnahme stoppen, ne? Dann passiert sowas nicht. So. So, da sind wir. Jetzt muss ich mal sehen. Hof. Ja, Gülle. Aber das hat einen Vorteil, nur ein Trigger, ne? Ein Stall. Dich daran. Die Fahrzeuge müssen wir auch noch irgendwie mal alle irgendwo unterbringen, ne? Mal schauen. Mal sehen, wir das ganze Lager unsere Frucht aufnimmt. Normalerweise ja. Dann brauchen wir keins aufbauen. Schon mal Kosten eingespart, ne? So. Mal gucken hier. Muss denn was gepflügt werden? Wir werden mal die Felder kaufen. Ich habe mir aufgeschrieben. Das werden wir ungefähr auch so kaufen. Das heißt ungefähr, das genauso wie es stand. So. Ja. Fangen wir an mit Feld 12. Hoffe, die Preise haben sich nicht geändert. Kaufen. Dann war es die 62. Kaufen. Dann war es hier der Wald. Das eine Gerät ist hier weg. Oder sehe ich jetzt nicht? Kaufen. Das ist ein anderer Modus, deswegen. Feld Nummer Hof 3 ist klar. Wald über 53, das ist ganz wichtig. Den hatte ich auch noch gehabt. Es war nicht ganz so tragisch, aber gut. 10. 10 auch noch als gehört, ja. Gut, das wären die Felder, die ich jetzt hier drauf habe. Wald, 12, 62, Hof 3, 10. Jetzt noch, ganz wichtig, Feld Nummer 29. Dann Feld Nummer 37. Feld Nummer 38. 41. Ich habe mir sicher darauf abgeschrieben. 42. Ich meine, wenn ich ein Feld zu wenig gekauft hätte, wäre auch egal. So, 47. 48. Also ich werde so wahrscheinlich, wenn ich Geld übrig habe, und Silage kaufen, wahrscheinlich neue Felder kaufen. Aber erstmal die Felder bestellen, die wir jetzt haben. So, 47, 41,
dürfte alles sein. Erstmal. Gut. Und dort die Fahrzeuge schön behalten und braucht kein neue kaufen, ne? Mission hätten wir auch. Die zahlen wir so schlecht, die Burschen. Macht nichts. Erstmal sehen. Ich wollte sehen wegen Flügen. Das ist ganz wichtig. Ob irgendwo geflügt werden muss. So. Abgeerntet, ne? Mal klar. Wo muss geflügt werden? Oh, fast überall. Ja, gut, dann machen wir die. Naja, dann fangen wir mit der 38 an. Ja, überall flügen. Also ich habe nur einen großen Flug da. Also ein Gruppe und ein Flug. Das ist eine Gruppe. So, den Fendt haben wir drüben gehabt. Mit Gewichte. Dann werden wir erstmal mit Feld 60 oder 38. Da werden wir oh, 14 Millionen. Hat ungefähr, hatte ich gehabt. Ja, 4 Millionen ungefähr. Und jetzt nachher die ausgerechnete Silagemenge für 10 Millionen. Das war über 4 Millionen Liter. Das schon ein Batzen, ne? Oh, liebe Schauer, überzogen. Ja. So, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter in Thüringen. Mit Flügen. Fangen wir mal an, ne? So nach und nach die ganzen Maschinen, Traktoren nehmen, die dafür Flügen geeignet sind, und dann geht das los. Nach und nach die Felder dann flügen, die wir dann das mal bestellen können, ne? Also noch tschüss. Ciao, ciao. Dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Dickes Dankeschön fürs Liken und kommentieren. Tschüss.